Es ist Donnerstag, der 11. November. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag mit einem sehr schönen Wort aus Joel 2, ist der 21. Vers. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Und Hebräer 10, 23 im Neuen Testament, also lesen wir, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und wie können wir wissen, dass das jetzt nicht ein Wahlversprechen ist, das hier gemacht wird? Tönt schön. Gott kann Gewaltiges tun, er kann alles verändern, change. Oder man kann auf ihn hoffen, weil er ist treu, er wird nicht wanken. Solche grosse Worte und Versprechungen, die gehört man ja in all diesen Ländern, sei jetzt das die Schweiz oder sei das die USA. Jetzt waren gerade die Wahlen, Midterm Elections, und das hat eine riesige Schwankung gegeben wieder. Zuerst ein Linksrutsch vor 2 Jahren, jetzt ein Rechtsrutsch nach 2 Jahren. Das geht so um 50er-Kontingente von Sitzen, die hin und her geschoben werden. Das hat es eigentlich noch fast nie gegeben in der Geschichte der USA. Und wirklich, die Fahne von Hope war im Moment gerade ein bisschen auf Halbmast bei den Demokraten. Heutzutage kann man gar keine Persönlichkeiten mehr haben in der Politik, die nicht ein bisschen Perspektiven geben, die nicht ein bisschen etwas versprechen können. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, hört, irgendwie zusammen schaffen wir es dann schon. Wenn ihr gut mithelft und alle ein bisschen hoffen und glauben und vielleicht auch noch beten, kommt es schon gut. Heute wollen die Leute ja nicht gut mit Köpfen sehen. Und so wollen sie auch ein bisschen konkrete Schritte sehen, auch wenn sich in der Schweiz im Moment die Szene ein bisschen radikalisiert. Rechts und links, man spürt es sehr deutlich. Es gibt immer mehr so sehr profilierte Versprechungen. Sogar der Kapitalismus soll neuerdings überwunden werden. Und so weiter. Wir merken, die Leute, die man Vertrauen schenken können, das sind solche, die uns wirklich etwas Neues, etwas Grosses in Aussicht stellen können. Wie sollte eigentlich so einen Präsident haben, dem seine Gunst schon mal gestorben ist? Einer, wo man weiss, er wird ganz sicher niemand mehr kaufen. Und er ist aber auch von niemandem käuflich. Es ist kein Lobby, das ihn vorwärts bringt. Und es ist niemand, dem seine Stimme er sich mit mehr oder weniger grossen Worten einfach zuerst auf einmal muss kaufen, sondern wo man weiss, dass alles ist vorbei. Es geht hier nicht mehr um Gunst. Das ist alles mal schon beerdigt. Dann könnte man nachher wirklich ein grosses Vertrauen haben. Und wisst ihr was? Genau solchen Präsidenten haben wir. Wir haben einen, der nicht nur seine Flagge auf Halbmast war, wo er gesagt hat, das Reich von Gott, und er hat gesagt, das kommt gar nie mehr. Sondern sie war ganz dunkel, sie wurde eingerollt, worden, er ist ins Grab gedreht worden. Und alles zusammen, was man als bloße Worte missverstehen konnte, das musste man auf der Strecke zurücklassen. Es hat keinen natürlichen Fortgang gegeben, keine weitere Fortsetzung von dem, was er mal gestartet hat, sondern es war alles zusammen am Boden. Und dann ist er plötzlich wieder da gestanden und gesagt, kommt, wir machen den nächsten Schritt. Und von dann an hat man gewusst, es wird nicht einer sein, der uns kauft, sondern einer, der sein ganzes Leben hat hergegeben, bevor er überhaupt die wichtigsten Sachen hat angepackt, bevor er seinen Geist hat ausgossen über die Menschheit, hat er schon mal selber alles in die Waagschale gelegt, hat sein ganzes Leben hergegeben. Und darum weiss man, das ist der, der nicht wankt. Wahlversprechen werden immer selber wanken, und werden auch die hören, wieder ins Wanken bringen. Aber Jesus Christus ist der, der nicht wankt. Jesus Christus hat nicht Tagespolitik gemacht. Er hat auch nicht kurzfristig auf irgendwelche Situationen reagiert, um noch vielleicht das Beste daraus zu machen oder irgendwo noch ein bisschen Schwung zu holen. Er war nicht opportunistisch. Und darum ist das Vertrauen zu ihm, das, was von Hoffnung ihm gegenüber hier unter uns lebt, das ist nicht Psychologie. Das ist nicht eine Hoffnung, wo man drinnen schwankt und gang muss Angst haben. Oh, vielleicht kommt es gar nicht gut am Schluss. Sondern es ist etwas viel Tieferes, das gegründet ist, eben nicht auf Wahlversprechen, sondern auf Tod und Auferstehung. Auf einer ganzen Biografie. Auf einem Leben, das schon mal niedergelegt wurde. Auf einem Leben, das neu ist, von oben beglaubigt und geschenkt wurde. Aus diesem Grund können wir sagen, ja, an dieser Hoffnung können wir festhalten, da muss man nie das Fähnchen halb nehmen oder vielleicht am Schluss noch ganz und leider ganz enttäuscht vom Platz laufen und sagen, es war nicht so, wie sie haben versprochen. Mal, es wird genau so sein, wie er versprochen hat. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.